Kipp Shelter Plus. Ja, das ist das Modell 2022. Wir sind zusammen mit Patrick Nüske. Grüß dich, Patrick. Wheelhouse heißt dein Unternehmen. 2,5 Jahre ist jetzt schon her. Ich habe schon das Gefühl, du bist ein bisschen müder heute als noch vor 2,5 Jahren. Ja, schon durch heute. Das ist ja nicht der erste Film, den wir machen. Der achte. Der achte, um genau zu sein. Ja, manchmal fehlen mir schon die Worte. Aber ich kann das ja mal übernehmen. Also ja. Ich habe ja ein bisschen was gelernt über Kipp. So, die haben ein neues Logo, das kann ich mal zeigen. Das war eigentlich eine Kulturrevolution in den Niederlanden. Ja. Dass Kipp ein neues Logo hat, ja, das ging sogar, glaube ich, durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Niederlande, der irgendwie da ist. Denn das ist ein Unternehmen, das gibt es seit wie vielen Jahren? 80? 1934. Wie lange ist das jetzt her? 90 Jahre. Fast 90 Jahre. Und das ist sensationell, denn ja. Ich kann mal zeigen, das alte Logo, da gab es nämlich hier vorne eine Sonderedition. Was kann ich, ist das hier auch drauf, das alte Logo noch? Nee, ist nicht drauf, aber ich zeige euch das mal. Wir haben ein Video gemacht von dem Kipp Vision Outback. Der steht nämlich hier und da ist noch das alte Logo drauf. So sah das mal aus und hier sieht man auch 85 Jahre, 1934 bis 2019. Das ist der Kipp Vision Outback, aber das Besondere bei dem Shelter Plus ist natürlich der Preis. Also Preis-Leistung, wo geht's denn los? Ja, also es gibt ihn ja wirklich als Basic. Das ist, geht los bei 16,9. Der hat dann aber keine Gasanlage und kein Wasser. Das heißt auch keine rausnehmbare Küche. Wird ab und an verkauft. Unser meistverkaufter ist schlicht hier dieser Plus. Der hat eben Gas, Wasser, Elektrizität, sodass ich damit autark sein kann, wenn ich das möchte, drin draußen kochen kann. Und vor allen Dingen habe ich auch hier, wie im Outback, in dem kleinen, den flexiblen Innenraum mit dem kleinen Tisch, den ich dann so quasi umbauen kann, dass ich zu zweit gut sitzen kann, das Bett aber schon gemacht haben kann und auch so lassen kann oder eben aber auch mit 4, 6 Leuten sitzen kann. So, das hier ist quasi Industriestandard in den Niederlanden. Ich glaube, jeder, der irgendwie in den Niederlanden wohnt, hat schon mal irgendwann mal einen Kipp gesehen, oder? Mit Sicherheit, ja. Die Autobahnen sind voll davon. Pop-up-Dach, das ist das Besondere, denn der Plot ist so klein, dass man ihn in manche Garage reinkriegt, oder? Ja, zumindest unter so einem. Ja, der ist jetzt 2,20 Meter mit einem gezogenen Dach und hat dann mit eingezogenem Dach eine Stehhöhe innen von 1,76 und ausgeklappt von 2 Metern. Und ist eigentlich ausreichend für die. Hast du Licht? Haben wir umgebaut in den anderen. Super, toll. Ist aber nicht schlimm, denn die stehen eh nicht lange bei dir. Vielleicht fangen wir mal an, diese Outdoor-Küche, die muss man leider dann zu Hause lassen, weil innen gibt es leider keinen Platz, wenn sie demontiert ist, oder? Das denken viele, wenn sie so aufgebaut ist. Auf der Messe haben auch viele, was ich so im Background gehört habe, ja, was soll man nur mit einer Außenküche? Nein, selbstverständlich kann ich diesen ganzen Block hier oben auf diese Platte stellen. Sag mal. Wird natürlich verriegelt. Du weißt ja, wir sind ja hier im Anfassfernsehen und kann die selbstverständlich komplett innen wie außen benutzen. So, ich moderiere mal. Da sind Schnellverschlüsse, die machst du einfach ab. Ja. Das war's. Das sind einfach Schnellverschlüsse. Dann nehme ich dieses Bein hier raus. Das lege ich dann zur Seite. Nehme diesen Küchenblock aus der Verankerung. Jetzt habe ich einen Fallschirm in der Hand. Ist auch egal. So, ist auch egal. So, dann warte, wenn ich mal kurz drehst, dass man das sieht. Das sind die Schnellverschlüsse, die sind alle drauf. Die hast du hier mit drauf und diese Schnellverschlüsse haben dann nochmal die Pendants, die gehen durch das Loch dadurch. Genau, der eine Gasschlauch geht durch, der Abwasserschlauch geht dadurch. Hier haben wir Wasser und hier ist der elektrische Anschluss für den Hahn, der die Wasserpumpe bedient. Soll das mal sehen. Das steht ein bisschen vor, der Platz ist ausreichend hier bei der Küche. Ja. Wir stellen das erstmal so ab. Ja. Machen dann als erstes den Abwasserschlauch in diese Vorrichtung. Der geht nach außen. Der geht nach außen. Genau. So, Wasser wird hier angeschlossen. Das sind jeweils so Schnellverschlüsse, oder? Ich weiß jetzt nicht, warum er nicht einrastet. So. Und dann haben wir hier die Elektrik. Das haben wir übrigens nicht abgesprochen, dass er das nochmal machen soll, aber
So, dann hebt man den Block so ein bisschen an, damit er hier in die Körbe geht. Und der wird dann verriegelt. Und dann wird er hinten verriegelt. Und so kann ich fahren und die Küche komplett innen auch benutzen. Das Teil bleibt stehen hier, oder? Ja, das ist eine Option. Das ist die sogenannte Außenküchenerweiterung. Die wird genauso wie die Küche einfach nur eingehakt. Wenn ich die nicht habe, geht die Küche einfach gerade nach hinten. Das ist nur dafür da, dass man die Küche so ein bisschen vom Eingangsbereich wegkriegt und ein bisschen mehr Ablagefläche generiert. So, hier ist ja ein was ist denn das für ein Kühlschrank? K-Kip Camperin. Ja, das ist aber auch von Dometic oder? Ja. Ist mach mal auf bitte, Kühlschrank. Ist er laut oder geht's? Nee, überhaupt nicht. Gar leise. Ich weiß immer gar nicht, was die Leute gegen Absorber haben. Ich bin da. Weil der eben über Gas laufen kann, dann ist man komplett autark, ohne dass man eine riesen Batteriekapazität oder Solarkapazität braucht. Ich liebe Absorber. Ja. Ich bin, die machen schön kalt, sind ultra leise. Ja. Das ist der Vorteil. Dann hier, das ist jetzt der Schlafbereich. Also meistens haben die Leute ja zwei Anhänger dabei, einen zum Wohnen und einen zum Schlafen, korrekt? Ja, und hier hat man beides in einem. Ja, auch das bitte mal zeigen. Wenn du erstmal reingehst, dich mal reinsetzt, denn der Shelter heißt ja irgendwie Herberge oder was heißt Shelter übersetzt? Flugzeugshelter, ne? Also, wie sagt man, Halle. Alle. Ja, Turnhallen-Feeling hat man ja nicht hier. Das Design ist recht neu. Die Platte so ein bisschen Eichen-Look. Ja, ein bisschen Schiffsdielenartig, bisschen massiver als vorher. Also der Unterschied zwischen dem jetzigen Plus, wie wir ihn hier sehen, sind quasi die hellen Fronten, die neuen Griffe. Mhm. Wir haben hier Fischgrät-Parkett, sag ich mal. Wir haben hier indirekte Beleuchtung noch im Einstiegsbereich. Das ist, sind so die Neuerungen, die jetzt hier Einzug gezogen haben. Hast du innen hast du denn kein Licht, oder? Dann nee, wir haben alles im anderen Fahrzeug gerade. Okay, das heißt, man kann es umbauen, das Licht, gell? Ja, das heißt, also das sind so Schienen, das sind Dometic-Schienen. Genau, LEDs und USB-Ports einhängen, so viel man will. So, die kriegt man auch im Zubehör, USB kann man einhängen, LED, du hast es gerade gesagt. Und dann, wenn ich das Ganze umbauen möchte, das geht wirklich ruckzuck. Das ist übrigens die Küche nochmal, die wird da eingehangen und wenn man an diesem Lederriemen zieht, da wird entriegelt, oder? Richtig, genau. Okay, genau. So gut, das habe ich soweit verstanden. Das ist ein tolles Konzept. Die Deutschen schreiben unter den Kipp-Videos immer das Kommentar, ohne Dusche ist das kein richtiger Wohnwagen. Was anderes so? Also ich glaube, es gibt diverse Statistiken, die auch Hersteller in Auftrag gegeben haben, die Duschen anbieten. Die werden, ich glaube, zum sehr hohen Prozentsatz nie als Dusche benutzt, verenden am Ende als Stauraum. Also es gibt bei Kipp generell keine Duschen. Okay, Thema erledigt. Außendusche? Ja, kann man draußen da am Wasseranschluss, wo die Küche angeschlossen ist, auch mit anschließen. Also das würde gehen, draußen kann ich duschen. Heißt, wenn ich den benutze, der ist ja so klein und leicht. Es gibt jetzt auch die Outdoor-Version, die haben wir gefilmt. Ja. Tolle Geschichte. Und ja, wenn ich dann schlafen möchte, könnte ich entweder hier schlafen. Du sagst aber, das ist ein bisschen schmal. Also, sagen wir, für Kinder vielleicht noch. Ja, aber da würde ich das ganz schnell einfach umbauen. Da nimmt man hier die Tischplatte raus. Dann hält man das mal leicht ab. Sache von ein paar Sekunden, dann ist die Tischplatte drin. Genau, und dann zieht man einfach die Polster zusammen. So, jetzt kommt die große Überraschung, jetzt hätte man hier das Bett schon halb gebaut, könnte alles liegen lassen. Genau. Ich habe ja was gelernt und dann kommt dieser Pömpel da raus, den hast du schon rausgenommen. Ja, ich hole mal nur mal eben die Tischplatte. Er holt die Tischplatte und dann gibt es nämlich eine Face-to-Face-Sitzgruppe, die es ermöglicht, dass man nicht jedes Mal alles umbauen muss. Genau. Und das kommt sehr gut an, oder? Ja, das ist das Key-Feature neben der Außenküche vom Shelter. Das ist einmal hier aufgesteckt und dann fertig. Ist das bei dem Basic Shelter auch so? Kannst du auch haben. Ja. Daran ändert sich nichts. Ja, setz dich mal gegenüber. Hallo Patrick. Hallo Sven.
So. Ja, ja, interessant. Du selber bist ja Pilot und du fliegst schon mal nochmal oder ist die Fluglizenz verfallen? Nee, ich habe noch alle Lizenzen, aber ich habe keine Ratings mehr für größere Flugzeuge. Okay, was bist du geflogen damals? Oh, das größte war ein Falcon 900, ein großer Privatjet, Intercontinental. Die Reichweite, was hat er? Oh, knappe 8000 Kilometer. Dienstgefühl? Was hatte der? 49.000 Fuß. 49.000, das sind wie viel Meter? 15.000? Nein, nicht ganz. Ja. 13. 13. Was hat dich denn bewogen? Ich meine, das hier ist ja jetzt ist fast Mach 1 und das hier ist jetzt so Mach 0,0. Ich habe ich bin ja die letzten Jahre nur Hubschrauber geflogen und da hört das Alter für einmal ein Cockpit bei 60 auf. Bitte nochmal. Das Alter? Also wenn du alleine fliegen willst? Ja, genau. Also man unterscheidet ja zwischen Ein- und Zweimal-Cockpit. Und die meisten Hubschrauber sind eben Einmann und da ist mit 60 Schluss und irgendwann muss sich die Entscheidung fällen. Du darfst alleine auch nicht mehr fliegen, oder? Ich darf nicht beruflich Passagiere befördern. Aber Hobby darfst du? Ja, Hobby, ja. Echt, ja. Ab 60 ist Schluss? Bei Hubschrauber, ja. Und an Flugzeugen geht es noch ein bisschen länger? Da geht es bis 65. Da muss aber das andere Crewmitglied dann ein paar Jahre jünger sein, damit das Crewalter nicht zu alt wird. Als du 60 geworden bist, was war das im Feeling? Ich bin ja noch nicht 60. Okay, du bist Baujahr 65, ich bin 68, das ist so plus 3, ich bin 54, 57 bist du. Richtig gut. Ja, ganz gut. Ich muss ja immer noch mein Alter dann irgendwie rechnen. Ist das so, die Zielgruppe, sind das nur Rentner, die sowas kaufen? Oder? Also wir haben tatsächlich, der Durchschnitt wird über 55 liegen. Echt? Bei dem Design? Ja. Das ist ja auch was für Jünger, aber der Preis, weil Kipp ist ja schon in der oberen... Das ist es. Ich habe LMC habe ich gestern gefilmt, das fängt an bei 13, da kriegst du schon Kippbett und was weiß ich alles, auch einen kurzen Wohnwagen, tolles Ding. Aber hier, das hier ist Kult. Also heißt, du sagst, du fährst einen sehr zeitlosen Wohnwagen, oder? Ja, das ist es. Also, nee, in der Preisspanne können wir quasi gar nichts anbieten. Der LMC hat sogar eine Dusche gehabt. Ja, ohne Klo ist immer mit dabei. Aber das hier ist ein anderes Feeling. Das hier ist, glaube ich, echter Kult aus den Niederlanden. Man sieht sie nicht so oft, aber immer öfter, habe ich das Gefühl, oder? Ja, definitiv immer öfter. Also dafür verkaufen wir ordentlich, dass sich das ändert. Und es ist der Wunsch der meisten Leute, oder nicht der meisten, vieler Leute, sich zu reduzieren. Also die wollen das Fahrzeug vor der Tür stehen haben, die haben ansonsten Parkprobleme, die wollen die wollen ad hoc einfach unterwegs sein. Mhm. Ne, Wetter gut, angehängt, los. Ich brauche hier keinerlei Vorbereitung, keine Nachbereitung, ich hänge den einfach an und fahre los. Die wollen akut unterwegs sein, ad hoc. Achtes Video heute. Letztes Video für heute, muss man sagen. Hat es dir gefallen? Ja, sehr schön, dass du da warst. Sehr schön, weil ich muss dich ein bisschen unterstützen. Leute werden sagen, hey, der könnte ein bisschen motivierter an die Videos ran. Aber es ist Freitagnachmittag, ich werde auch gleich nach Hause fahren über die A8, dann Richtung Landau. Da geht es ja dann Richtung Saarbrücken, geht es zurück. Die Videos werden wir demnächst mal senden. Das Thema Aufstelldach ist wichtig. Wichtiges Thema auch, Thema Heizung. Ihr habt eine Whale-Heizung drin. Genau. Das ist auch was Besonderes. Ja, die läuft über Gas und Strom, also je nachdem, was ich zur Verfügung habe. Keiner mag eine laute Verbrennerheizung auf dem Campingplatz hören. Deswegen kann ich hier in dem Fall auf Strom umschalten. Fußbodenheizung ist Standard, ist rein elektrisch, braucht immer Strom von außen. Aber man kann sonst völlig autark sein. Also Kühlschrank läuft ja dann auch über Gas. Wir haben Solar, hoppala, zumindest als Option. Die Stehhöhe, steh mal auf, du bist ja 1,90 Meter fast. Ja. Das ist kein Thema. Da sind jetzt noch so Expander drin, damit die Seitenteile ordentlich eingezogen werden. Das ist in dem Moment, wo ich das Dach zumache, dass der Stoff einfach nach unten gezogen wird. So, wir sind fertig. Patrick, ja, das meistverkaufte Modell. Was kaufen die meisten Leute? Kaufen die ihn für 14 oder für... Oder die Basis verkaufst du also kaum? Die meisten landen irgendwo mit der Ende 20. Bei eher denen, Richtung Ende 20, ja. Okay. So. Also manche schaffen es auch auf Mitte 30. Hm. Das ist dann wirklich abhängig von der Ausstellung. Ja, Lieferzeit leider 2 Jahre im Moment, glaube ich. Bei anderen ja, bei Kipp nicht. Wie viel? Bei uns, wir haben jetzt ungefähr 3 Monate, wenn wir Glück haben, auch weniger. Also 23 könnte ein Kippjahr werden für jemand, der es braucht. Komm, wir zeigen das Ding noch von außen. Fliegengitter hat's.
natürlich hier komplette Tür. Das läuft auch gut. Dann eine riesen Einstiegstür, da muss man sich ein bisschen bücken, weil ja oben hier das Teil drin ist. Wichtiges Thema ist das Thema CW-Wert. Ihr seid Gewinner eines Preises oder irgendeine Auszeichnung habt ihr bekommen. Oder ihr habt überhaupt irgendwie einen Test durchgemacht und seid ganz gut gewesen. Ein Zertifikat hat KIPP bekommen für die Dämmwerte und die Aerodynamik nach Baustoffklassen so und so. Also auf jeden Fall Klasse A, höher geht's nicht. Und es ist tatsächlich auch so, dass das Fahrzeug zumindest hinter unserem E-Fahrzeug spürbar weniger verbraucht bzw. zu mehr Verbrauch neigt als andere Fahrzeuge, die nicht so aerodynamisch geformt sind. Hier vorne ist der Gaskasten, da kann man es direkt sehen. Das ist der Tank, sagenhafte 10 Liter, aber das hat einen Grund, denn die Leute haben quasi das hier so zum Händewaschen, dann hat man auch dies und das und jenes, das langt. Das ist ein typisches Fahrzeug, was gerne in Verbindung auf dem Campingplatz dann eingesetzt wird mit einem Waschraum, oder? Genau. Also das Wasser ist ja auch wirklich nur zum Spülen da. Also ich persönlich würde aus gar keinem Hahn im Fahrzeug trinken, sondern immer nur aus normalen Trinkflaschen halt. Und dafür reicht das völlig. Also wie gesagt, wir haben ja keine Dusche. War was das für ein Ding, Dachzelt? Das war Kido. Sehr schöne Marke. Mein absoluter Favorite im Dachzeltmarkt. Ist gut? Ja, sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis. Alles Alu, deutsche Firma. Ja, da oben stehen noch mehr, oder? Genau. Sehr schön. So, wir sind bei Bilhaus in Dasing. Das gleiche übrigens auch in München. Du fährst heute noch zurück? Nach Hamburg? Schaffst du nicht. Das heißt, du schläfst heute hier, heute Nacht? Ja. Wo, in welchem nimmst du? Das Hotelzimmer. Mit Dusche. Ja, du hast ja auch eine Dusche hier sogar. Da habe ich gesehen. So, was haben wir alles heute gefilmt? Wir haben also diesen KIPP Shelter Pro haben wir gezeigt. Geht's los in der Basisversion, dann nicht als Pro, sondern bei rund 14.000, ein bisschen mehr. 16.9. Okay, also fast 14. Genau. Dann haben wir den Wolf gezeigt. Da sind wir uns noch nicht so ganz einer Meinung. Ich bin überzeugt von dem Konzept, absolut. Habe mich ein bisschen lustig gemacht darüber, dass ich sag mal, du in der Dusche da standst, das Ding so geil findest. Ich glaube, dieser Wohnwagen wird große Diskussionen auslösen, weil er nicht ganz billig ist, aber er verkauft sich wie geschnitten Brot, weil das ist so ein bisschen der Schrei nach Outdoor, oder? Ja, ich muss dir widersprechen. Also es gibt zwei ähnliche Mitbewerbermodelle, die locker 10.000 bis 12.000 über dem Preis sind und konzeptionell nicht so durchdacht sind. Also im Vergleich mit anderen ist er, ich will nicht sagen günstig, aber sehr viel vernünftiger im Preis. Aber klar, über Geschmack, Design lässt sich immer streiten. Wenn Sie den vielleicht schon ein bisschen ridiculous fanden, dann ist der Campus natürlich der Angriffspunkt Nummer eins. Da habe ich moderiert, wenn man kleine Kinder hat, Jungs oder Mädels, fährt damit in den Europapark auf den Campingplatz, hat ein geiles Zugfahrzeug, dann haben die Campingurlaub jeden Tag, oder? Ja, das, wie gesagt, Fatih wird der Hero sein. Mit Stockbetten, das ist richtig geil gemacht. Und vorne kannst du natürlich alles umbauen. Einen richtigen Bad mit drin. Das Ganze ist kein Metall, sondern tatsächlich, das ist Sandwich. Ja. Und es ist sensationell, weil es hat hier auch nochmal zusätzlich so eine komplette Bussteuerung mit drin, die demnächst auch auf richtiges Deutsch übersetzt wird. Da auch bitte das Video gucken, ist teilweise sehr lustig. Opus haben wir gezeigt, das ist auch ein ganz atemberaubendes Konzept, in dem in 0, nichts dieses ganze Zelt in sich zusammenfällt, weil es ist nämlich mit Luft gefüllt und dann in diesen winzigen Transportanhänger Platz findet und obendrauf auch noch bis zu 40 Fahrräder. So ungefähr, ja. Also man hat gute 500 Kilo Zuladung, wenn man das möchte. Ja. Und wenn du es ohne Zeitraffer sendest, dann ist auch glaubhaft, dass das Ding nach 3 Minuten steht. Das ist tatsächlich so. Träumen ja viele von. Ja. So, und dann haben wir Mink Campers. Das ist in Gelb, da gibt es jetzt auch in Schwarz. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Der Wolf nochmal in der Ursprungsversion, das ist quasi der allererste. Ja, und auch in der typischen, meistgenutzten Farbnuance mit dem Grau-Schwarz. Aber das ist natürlich alles Geschmackssache. So, da ist er. Und last but not least 2 Stück. Der neue Wildbox, der sensationelles Innendesign hat. Ein tolles Außendesign, hat Sandwich-Bauweise.
und ist wirklich atemberaubend. Auch hier gibt es ein eigenes Video zu. Heute sind wir am 23. September 2022 in Dasing und der absolute Star, natürlich ein Start-up aus der Nähe von Mainz. Ja, richtig. Heißt wie? Miniaturing. Also Teardrop neu gedacht, neu umgesetzt, hervorragende Qualität, komplett in Deutschland gefertigt. Super. Hammer Design, muss man auch sagen. Allein das Fenster, ja. Ich meine, da hätte man auch jetzt wirklich ein hässliches nehmen können, aber das ist wirklich ein Fenster, das so die designig ist. Dann das Coole ist auch noch dieses Küchenkonzept, müsst ihr euch anschauen, gibt es ein eigenes Video zu. Miniaturing heißt das. Bitte einfach mal googeln, dann kommt ihr wahrscheinlich auf unser Video. Und das hat nämlich eine Schwerlastauszugsküche und das ermöglicht diesen gigantischen hohen Raum, der mit dabei ist und eine Zuladung hier oben drüber. Das ist alles Stauraum, was hier drin ist und das geht bis hinten hindurch. Schaut euch das Video an. Da vorne steht er ein bisschen einsam. Das ist der Kipp-Shelter. Das ist auch der Outback. Das ist auch der Outback. So, den haben wir noch gar nicht gezeigt. Der war im ersten Video, war da mit drin. Das allererste, was wir gemacht haben. Genau. Der Outback. Und der ist ein bisschen höher gelegt. Ein bisschen mehr Outback. Und jetzt mache ich die Kamera aus, denn boah, ich bin auch K.O. Aber wir haben halt viel geschafft. 8 tolle Videos. Auch alle nicht in 8 Minuten, sondern alle so rund eine halbe Stunde. Und bis zum nächsten Mal. Abonniert German Television. Tschüss, Patrick. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, vielen Dank.